So, willkommen zum vierten Teil. Die Axt. Jetzt geht es hier weiter, wo wir quasi im dritten Teil aufgehört haben. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Spannend, spannend. Also ich war schon richtig ruhig eben, weil ich so schockiert war von dem Ganzen. Delphi, text to speech. Blood of Durham. Is this the original house? Ah, die Tür ist aufgegangen. Super. I cast you out. Okay, da müssen wir lang. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Jo. Ist die Tür, wo wir durch müssen. Oh. Maybe fire would help open the door. Now for some matches. Okay. Where can I find matches? Ja, ne. So, mal gucken. As the apple tree is anchored to this earth, so shall I root my soul. Protect this land against those who would do harm. Kommen wir da denn jetzt hin? Ah, hier ist auch noch ein Zettel. Den legen wir mal beiseite. So, da müssen wir hin. Wir sind keine Türen. Ach doch, hier ist eine Tür. Habe ich die nicht gesehen? That man came by the house again. He calls my healing witchcraft and he leers at my land as if 'twere a woman. Okay. Müssen wir irgendwie nach oben kommen? Ich hoffe, wir finden die Treppe wieder. We shall not starve. We Husband, the animals, they take in ill. Nein, die Tür öffnen. Will da durch. Da geht's nicht weiter, okay. Gehen wir hier lang. Was ist das hier alles? Aber auch nichts, was ich einsammeln kann oder so, ne? Irgendwie. Doch, hier ist eine Puppe. Okay.
ist der Kamin. Hier ist auch ein Kamin. Ah, hier können wir uns mal verstecken, wenn irgendwas ist. Müssen irgendwie nach oben kommen. Aber wie? Ist hier irgendwas drin? Ah, hier ist noch ein Brief. Erinnerung quasi. Hier waren wir auch schon, dann können wir mal hier lang. Ne, machen wir die Tür lieber auf. Ja, normalerweise bin ich ja hier immer irgendwie raus und hochgekommen, aber irgendwie... Ah, das können wir noch scannen. 1692. Also wissen wir auf jeden Fall, wenn wir hier reinkommen, hier geht's nicht weiter. So. Hier ist die Kapelle sozusagen. Ah, ich wollte sagen, hier geht's doch rein. Ich dachte eben, das wäre nur eine Art Treppe, oder? So, das Gefühl, ich lande hier immer in einer Sackgasse. Kein Fenster oder so. So, hier ist der Altar, den kennen wir aber auch schon. Vielleicht finden wir in dem Raum hier noch irgendwas. Ah, ich dachte hier gebündelte Streichhölzer, würde ich gerade sagen, die Sträucher. Dass wir die irgendwie gebrauchen können. Hier noch irgendwas? Nee. Können wir dich aufnehmen? Wie viele Eingänge gibt es denn hier eigentlich oder Ausgänge? Auch noch ein Eingang und Ausgang.
Ah, da waren wir drin. War hier eigentlich drin? Ja, da waren wir auch drin, das ist die Kapelle. Tja. Ist auch alles zugewachsen. Damn it. Where are the matches? Tja, das ist eine gute Frage. Wir sind wahrscheinlich da oben und wir kommen da irgendwie nicht hin. Wo sind diese scheiß Streichhölzer? Auch wieder alles gebündelt. Waren wir hier eigentlich schon drin? Das, die Kochstelle, die kommt mir ja ein bisschen seltsam vor. Aber die haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Doch, hier waren wir auch schon. Ja, hier waren wir auch schon. Ist echt schwer einzusehen, wo wir irgendwie lang müssen, wo wir noch nicht waren. Irgendwo auf der Bank ein paar Streichhölzer. Die einer vergessen hat. Die hintersten Bank vielleicht? Nee. Hier ist eine Treppe. This place is damned. Haben wir ja letztes Mal gar nicht gesehen. And I fear it is of my doing. Mache ich nie übersehen, das gibt's doch gar nicht. So, Tür auf. Faith is not herself. Erinnerungen. My husband claims she is a weaker vessel. Which is why her ears are attuned to the sound of the devil's forked tongue. I went to examine this foul creature myself. But she... Baby she pet. Is not what Thomas says. Susanna is young, vibrant, with warm eyes. Also es geht immer wieder weiter, ne? Oh, die Tür ist hinten aufgegangen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. They have gone to the Lord. Let us keep them tucked in their bed for now. We can sprinkle the hearth's ashes over them until we find a way. No, not children. Oh, hier liegen ja noch mehr Leichen, oder?
So, Delphi verrät uns wieder alles. Eligible. So, when are we writing a book on all the craziness? Okay, this looks like a list, but there's stuff crossed out. Circled with weird insignias doodled all over it. It says, items I currently possess. Salt, rosemary, and my sachets. Round this house I found a moth in its cocoon and the old... So, wenn er aufgehört hat zu reden, dann müsste das hier auch weg sein. Dann können wir uns aufs nächste Ziel stürzen. Below that there's a bunch of questions. Too unstable? Do I call the quarters before or after I open the circle? And what of a talisman? Would a doll suffice? I'm guessing those people didn't exactly know what they were doing. At the very bottom of the page is some sort of poem. Oh, man of God, yet soulless bee. Wow. Hold on a sec. Suddenly I feel like my throat's closing up. I gotta grab a drink, I'll catch you later. Oh, man. Geht's hier weiter? Ah, einen Schlüssel haben wir gefunden. Das, wir müssen wieder runter, ne? Müssen wir wieder den Weg nach unten finden, ne? Das ist ja wieder Hurra. Ah, da waren wir, das, die Treppe. We can hold out another few days until the path to the seaside meets. They did not have to eat those. Yo. Will this be enough? Hier geht's weiter. I need help. He is coming again on the morrow. And with other townsfolk. So, er zeigt mir den zwar weiß an, aber ich kann hier nichts machen, oder? Doch. Fire. Ah, hier sind die Streichhölzer. Why fire? So, wir haben die zweite Puppe gefunden. Jo, super. Wurzeln verbrennen. Oh, jetzt kommen wir zum Baum wieder. Schöne Musik. Wächst das wieder zu? Können wir die... Oder irgendwie... Wie kommen wir da denn jetzt hin? Ah, hier können wir ja auch noch lang. Gibt immer wieder irgendwelche alternativen Wege. Ah, Schloss benutzen. Weiß, auch nur wie Schlüssel.
So, wie kommen wir da hin? Ja. Hier sind wir genau richtig. Husband, the animals, they take in ill. Die Tür nicht öffnen hier? Ah, hier ist ein. Ist ja schon auf. Kommen wir. Ach, da sind wir schon. I can get that lock off now. Holz haben wir jetzt gefunden. Wer sonst noch hier was? Nö, ne? Ah. Gucken, ob wir hier jetzt den Schlüssel finden. Hier hat er doch irgendwas angezeigt. Hä? Hat er irgendwas angezeigt? Bin ich bescheuert? Ah, da wieder weiter. Move Boards. Wir brauchen ja eigentlich einen Schlüssel, aber finden hier irgendwie keine. Zeigt immer, wenn ich Steuerung drücke, zeigt mir das hier immer an. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie erstmal auf den an den Steg rankommen.
Ja, das ist schön, aber wir kommen ja nicht hoch. Oder kann ich hier unter durchkrabbeln? Ne, es funktioniert auch nicht. Oh, das ist doch nervig, ey. Man sieht auch nichts hier, ey. Es ist so dunkel. Wir gehen hier mal am Zaun lang. In der Hoffnung, dass wir den Weg da rausfinden. Oh, was haben wir hier gefunden? My husband had always said the bonnet represented our purity, covering our wickedness. 6 von 6, sehr gut. She never wore one. Her curls were always wild and free. Na komm. I left a bonnet on a doorstep. Nobody ought to be denied entrance to paradise. Lass uns doch hier raus. Burn the witch! Put that vile woman to the torch! Dear Lord, all I have done is aid the ill and unfortunate. Wir gehen jetzt hier weiter am Zaun lang. Ah, hier sind wir richtig. Jo, mein Hammer hat das Schloss aufgemacht. Da hätte ich jetzt ja gar nicht mehr mit gerechnet. Hätte er gedacht, sie muss den Schlüssel finden. So. Also wirklich, das Spiel wird immer düsterer. Das ist echt krass. Hier ist Wasser. Can you tell me what the hell you're looking at here? Just walk straight ahead. Don't hesitate, just go. Excuse me? You deserve to be down there. You belong down there. Durham. Okay, wir können auch nur auf den, was richtig sehe, hier auf den Holz laufen. Da kommen wir. So, wir sind von hier reingekommen. I have not wronged you.
lands you desire. That owl. You seem to show up at the right time. Are you trying to show me something? Hier ist Wasser, aber wir können nichts machen am Wasser. Was ist denn hier, wenn wir hier lang laufen? Ah. Hier waren wir auch noch nicht. Das ist wieder so eine Art Eule, ne? Der Weg ist ja ganz geil. Er ahnt man nur noch. Sieht kaum was. Okay, da ist der Baum. Ja, wo ist denn die Axt? Ich hoffe, das ist richtig, dass wir hier auf das Feuer zugehen. Okay, ist da die Axt? Sind wir da schon dran vorbeigelaufen? Es war ja immer so, dass am Baum irgendwas hing, ne? Ah, da ist die Axt. Time to get shopping. Ja. Zeit einkaufen zu gehen. Okay. Sind den Baum fällen hier? Nee, ne? Doch. Abandon the fire. We ought to hang this witch by the land we are cleansing in his name. Look. This branch can bear the weight. Wenn wir den Baum zerstören, wird er wahrscheinlich nie wieder an unseren Albtraum auftauchen. Ja, genau, dass sie ihren Frieden findet. Run. You are the only Durham it tried to kill, but could not. It wants you. What? I thought I fixed this. So, wo muss er denn jetzt lang? Ah, jetzt kommen wir wieder dadurch. Alter, das Haus brennt wirklich. Scheiße, warum das denn? Doch besser der Baum gebrannt. Beast.
meant to just stand here? Wait, darling. I... Oh, komme ich hier nicht mal raus? Okay. I'm trusting you. Now. Jetzt haben wir eine Falle ausgelöst. What was that? I remember that. You know where you need to go. Okay, hier können wir lang. Who's there? Hoffe, wir können hier wieder raus. The face. I've seen that face. That's Dr. Breyer. He's my father. Okay. Something burning? Endlich mal was Buntes. Daddy. Sandra. Go down the path to the market. The place that has the candy. Ah, er ist verbrannt und hat uns das Leben gerettet. Warum bekommen wir dann diese Albträume? Sandra, as in Cassandra? Oh my god. Oha. Oh my god, the fall. I lost my vision. Jetzt gehen wir nach oben, ist, ob das so clever war. I know you are frightened, my child. But you can trust us. Felicia. Mom. Jump! After this same fall blinded me last time. Jump, okay, aber wo soll man denn? Ah, da, alles klar. Oha. I can't. Trust me. Jump. Okay, los, komm, wir vertrauen ihr. Hui. Da krieg selbst ich Gänsehaut. Although your world is darkness, you are never alone. Oh, sind wir wieder zu Hause? War das nur ein Albtraum, ja? Ja, das sieht aus wie unser Zuhause. Hier ist die Küche. Alter, was für ein Albtraum, ey. Ein Baseballschläger, den wir nicht nutzen können. Ah, hier geht's weiter. Cassie! Serge. Thank God you're okay. You couldn't wait another hour for me? You had to burn the house down? We needed to do it. Needed? Yep. Maybe this was a good thing after all. So, what the hell happened here? And are you okay? Long story. Oh, hier ist wieder eine grüne Puppe. I'm okay. Never been better, actually. So, schauen wir mal. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Now be a doll and help me up. Jawohl, wir haben es geschafft. Geiles Game. Teilweise wusste ich gar nicht, was ich euch erzählen sollte, weil das Spiel so teilweise sehr, ja, eigentlich gruselig, aber auch beruhigend war. Das hat man auch gemerkt, weil man dann wissen musste, wie geht's weiter, wo kommt man hin. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt haben wir es geschafft. Das Game ist durch.
Schlecht ist es nicht. Wer Bock hat, kauft es sich. Lohnt sich. Bei Steam kostet, glaube ich, um die 16 Euro. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem nächsten Video. Mal gucken, was wir als nächstes durchzocken. Also, bis dahin.